Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, Endspurt fürs Wochenende, das erste richtige Wochenende dieses Jahr. Das war ja schon wieder ein wilder Ritt bisher, was? Es ist wirklich interessant, wie die Energien sich auch gerade umstellen jetzt fürs neue Jahr. Und ja, ich finde das eigentlich ganz spannend zu beobachten, was hier gerade los ist. Huch, hier geht es aber auch schon schnell her. Wir haben hier eine freudige Überraschung und die glücklichen Gedanken. Hat der ein oder andere in den letzten Tagen hier vermehrt an seinem eigenen Mindset gearbeitet? Würde ich jetzt mal so grob einwerfen. Also ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle auf einem guten Weg. Ich weiß, Heilung ist manchmal ziemlich tricky und anstrengend und kann wehtun, aber wenn wir uns besser fühlen wollen, dann müssen wir lernen, bessere Umstände zu erschaffen und auch an das Schöne im Leben wieder zu glauben. Und wir dürfen jederzeit damit rechnen, dass das Blatt sich auch für uns wendet und dieses karmische Problem, das vielleicht mit sich rumgeschleppt wird, sich auch auflösen darf. Oha, also, dann haben wir noch Sei ehrlich mit dir selbst. Die Karte ist wirklich schön. Wartet mal, die lese ich gleich mal vor. Sei ehrlich mit dir selbst, schaue in dein Herz und du wirst die Wahrheit dieser Situation erkennen. Du kannst dir ohne Sorgen um deine Sicherheit die Wahrheit eingestehen, denn wir werden dir helfen und dich durch alle erforderlichen Veränderungen führen. Verlasse dich auf uns bezüglich des Mutes und der Kraft, die du brauchst, um gut auf dich zu achten. Fokussiere dich ausschließlich auf deine wahren Wünsche und sie werden auf Engelsschwingen zu dir eilen. Ja, wenn ich so in mich reinspüre, hört sich diese Legung oder fühlt sich diese Legung ein bisschen so an wie vorgestern? Ja, ich glaube vorgestern, Mittwoch. Es geht darum, wirklich von innen nach außen heraus dieses neue, gute, glückliche Leben wirklich anziehen zu wollen. Es geht um die Bereitschaft, es geht um deine Bereitschaft, auf freudige Überraschungen zu warten. Diese Karte ist auch ganz süß. Erinnert mich auch ein bisschen an meine Kleinen, die waren auch immer so aschblond. Sehr bald wird etwas sehr Gutes geschehen. Und ich glaube, das ist dieses Gefühl, was wir im Herzen tragen dürfen, auch wenn jetzt gerade nicht alles schön ist. Aber du wirst an einen Punkt kommen, wo du merkst, wenn du wirklich ehrlich mit dir selbst bist, dass es vielleicht auch nur besser werden kann. Das klingt jetzt etwas radikal und es soll auch nicht undankbar klingen für all das, was man bereits hat. Aber manchmal ist man an einem Punkt in seinem Leben, wo man sich so denkt, fuck that shit, scheiß auf alles. Es kann nur besser werden, wenn ich jetzt in meinen eigenen Mut gehe, wenn ich in meine eigene Kraft gehe und mein eigenes Licht leuchten lasse. Und ja, diese Selbstfindungsphase muss nicht super einfach sein, sondern sie erfordert, dass du dich hinsetzt, dich mit deinen Themen auseinandersetzt. Es erfordert, dass du vielleicht auch Tage im Bett verbringst, wo du einfach heulst. Es erfordert wirklich viel Mut und Willenskraft und Stärke und Liebe, sich immer und immer wieder aus dunklen Löchern selbst herauszuziehen, vor allen Dingen in Situationen, wo du niemanden hast, den du deine Situation erklären kannst. Aber ganz ehrlich, jeder, der sich selber aus dem Sumpf zieht, immer und immer wieder, besitzt eine unfassbare Willensstärke, wo andere Leute schon längst aufgegeben hätten. Also, ich habe das Gefühl, die Reisegruppe, die hier mit mir ist gerade, steht an einem Punkt, eine unglaublich, unfassbar große Energie freizusetzen. Auf allen Ebenen, auf ganz verschiedenen Ebenen, nicht auf allen Ebenen, nicht bei jedem auf allen Ebenen, wird mir gerade gesagt, sondern auf ganz verschiedenen Ebenen. Jeder hat sein eigenes Thema und jeder wird wissen, worum es bei ihm geht. Und da ich hier Kollektivlegung mache und allgemeine Orakel, kann ich natürlich nicht alle Situationen einfangen. Deswegen gebe ich immer nur Beispiele. Und ich denke, ihr seid alt und intelligent genug, euch das herauszuziehen, was für euch von Belangen ist. Genau. Wir sind ja alle selbstverantwortlich. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal dazu sagen. Ich sehe gerade, ich habe hier irgendwie so ein Streifen auf meinem Tisch. Was ist denn das? Na gut. Dann haben wir hier noch Amors Pfeil. Wir senden hohe Wellen der Liebe in dein Herz und deinen Geist und erwecken so deine Liebe für das Leben selbst. Deine klare Entscheidung, eine Liebesbeziehung willkommen zu heißen und zu genießen, hat dieses Wiedererwachen hervorgerufen. Erlaube dir selbst, Liebe spontan in all ihren herrlichen Aspekten zu zelebrieren.
Und ich habe das Gefühl, dass wir uns wirklich, ja, in uns selbst wieder verlieben dürfen. Kommt das rüber? Ich wollte gerade sagen, verstehst du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass dieser Schub an Selbstliebe, Respekt vor dem eigenen Leben, das Wissen um deine eigenen Stärken jetzt so deine Superpower ist. Egal in welchem Bereich. Ob du jetzt, ne, dich ganz neu aufstellst beruflich und sagst, hier, ich bin wer, ich hab was und ich kann das. Ich lasse mich hier nicht länger unter Wert hinhalten. Und das Gleiche gilt auch einfach für Liebesbeziehungen. Wenn du in einer Beziehung bist, wo nichts mehr zwischen euch fließt, wo das Herz nicht mehr jeden Tag jauchzt und sich freut, sondern wo man sich nur im Drama aneinander abarbeitet, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder schön wird, dann ist das nichts, worauf man sich wirklich freuen kann, sondern dann ist das nur das bare Minimum, was du irgendwie bekommst. Und manchmal fühlen sich Neubeginne einfach an wie schreckliche, schmerzvolle Enden. Aber mit der Zeit lernst du, ja, du den Drachen reitest, sag ich mal. Irgendwann mit der Zeit lernst du, worum es wirklich geht. So, jetzt hätte ich hier ganz gerne noch mal so kollektiv, vielleicht, weiß ich nicht, fünf Karten. Was sagt das Universum dazu? Kriegen wir fünf Karten? Wir haben schon mal vier. Den Narren, oh ja, Moment, wir nehmen noch eine fünfte dazu und dann schauen wir mal, was sich hier so ergibt. Aber das passt ja schon ganz gut. Also wir haben die drei der Münzen auf dem Kopf, wir haben den Narren, wir haben, wow, die vier Stäbe, den Teufel auf dem Kopf, die fünf Münzen aus dem Kopf. Also alles, was irgendwie lästig ist im Zusammenhang mit anderen Menschen, fließt hier wirklich ab. Oh, da läuft mir richtig ein Schauer über den Rücken. Huiuiui. Also, wenn du tatsächlich in einer ungesunden Verstrickung warst, vor allen Dingen, wenn es vielleicht auch um finanzielle Angelegenheiten geht oder um Angelegenheiten, die einfach deine Stabilität im Leben gefährden, also die dein eigenes Gedankenkostüm quasi angreifen oder dich in Suchtverhalten halten, das geht hier alles raus. Ich glaube, du hast keinen Bock mehr, mit Menschen zusammenzuarbeiten oder mit Menschen zusammen zu sein, die einfach nicht erkennen, wie viel Leistung du immer bringst, die deinen Wert einfach nicht sehen, wo du dir den Hintern aufreißt und machst und tust und diese Menschen merken es einfach nicht. Vielleicht fühlst du dich da an irgendwen gebunden. Wie gesagt, es kann eine Arbeitsstelle sein oder eine Liebesbeziehung, die einfach nicht funktioniert, die irgendwie dich verarmen lässt, die deine Energie aus dir rauszieht. Und das alles, denke ich, wird hier so lockerflockig, in Anführungszeichen, abgeschüttelt. Denn der Narr geht mit leichtem Gepäck in die Zukunft. Es ist die erste große Arkana-Karte. Du gehst da mit neuer Lebensfreude und auch Abenteuerlust. Genau, das Wort habe ich gesucht. Mit Abenteuerlust in eine neue, stabile Zukunft. Eventuell mit den vier Stäben hier auch mit einem anderen Menschen. Es kann sein, dass du einen neuen Menschen natürlich kennenlernst, der zusammen mit dir in die Stabilität geht. Aber was mir eher so reinkommt, wird mir gerade gesagt, das ist so eine Art Partner für dein Upgrade. Wenn du dich verbessern möchtest, wenn du zum Beispiel mehr Sport machen möchtest, dann findest du hier mit den vier Stäben jemanden, der mit dir zusammen motiviert sein möchte. Wenn du sagst, ich will hier ein ganz neues Projekt anfangen, eine Ernährungsumstellung, keine Ahnung, du willst einfach mehr spazieren gehen oder so, du wirst hier wahrscheinlich jemanden finden, der mit dir zusammen etwas Neues aufbauen möchte. Und das muss nicht überhaupt gar nicht gerade auf einer liebesbeziehungstechnischen Ebene sein, sondern ich sehe das hier mehr freundschaftlich. Dass du sagst, ich habe hier keine Lust mehr, mich ständig alleine zu fühlen mit meinem Arbeitsprozess. Ich suche mir jetzt jemanden, mit dem ich zusammen diesen Aufstieg sozusagen in Angriff nehmen kann. Ein Freund, ein Motivationspartner kann für den einen oder anderen auch ein Kurs oder ein Coach sein, wo du sagst, gut, ich bin hier noch ziemlich unerfahren, ich bin hier noch so narrenhaft, laienhaft, ich weiß nicht, wie das geht. Ich brauche hier jemanden, der mir Stabilität gibt, zum Beispiel in meinem Trainingsprogramm oder so. Das muss jetzt nicht immer wirklich ein realer Mensch sein. Das heißt nicht, dass du dich jetzt im Fitnessstudio anmeldest und immer zu diesem Kurs gehst. Es kann aber sein, dass du zum Beispiel einen Videokurs findest und den dann machst, auch zu Hause. Für all diejenigen, die halt keinen Spinning-Partner finden, kann es sein, dass du dich einfach auf die Lehren von jemand anderen verlässt
und damit aber glücklich bist. Das heißt nicht, dass du dich von diesem Menschen dann abhängig machst oder immer nur von diesem Menschen lernen möchtest, sondern es bedeutet, dass du um deine eigene Begrenzung in einem bestimmten Thema Bescheid weißt. Sei das jetzt, dass du beruflich einen Neustart wagen willst, vielleicht fragst du jemanden oder lässt dich von jemandem inspirieren, der bereits diesen Weg gegangen ist, suchst dir ein Vorbild. Genau, du suchst dir jemanden, an dem du dich hochziehen kannst. Was nicht bedeutet, dass du diesen anderen Menschen aussaugen oder ausnutzen wirst, sondern das bedeutet, du bist ehrlich mit dir selbst und sagst, ich weiß um meine Fehler und deshalb schaue ich in mein Herz, gucke, wo die Wahrheit für mich liegt. Und um aus dieser Situation herauszukommen, wende ich mich an jemanden, kann auch eine höhere Macht sein, Gott, das Universum, die Engel, was auch immer dir da so beliebt. Und diese andere Energie, sage ich jetzt mal, sei es nun ein Mensch, der eine Energie verkörpert oder eine Energie an sich, die wird dir hier helfen, Stabilität reinzubringen. Und dieser ganze Kram, der hier schon auf dem Kopf liegt, der ist schon dabei rauszufließen, sobald du bereit bist, einfach zu sagen, ich bin es mir wert, glücklich zu sein. Ich bin es mir wert, jetzt auf das Gute in meinem Leben zu schauen und vorwärts zu gehen, ganz egal, was da mit den anderen Leuten um mich herum so ist. Genau. Und das war auch schon die ganze Botschaft für heute. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Vielen Dank für dein Hiersein. Für all die netten Kommentare, Likes, Spenden und Abos. Ich bin immer noch ganz überwältigt, was hier im letzten Jahr passiert ist, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es einfach wirklich krass. Und ich bin wirklich glücklich, dass ihr alle hier seid. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass ihr auch diese Power wieder in euch findet, dass ihr merkt, hey, ich bin hier wer und ich kann was. Ich brauche nicht auf das Urteil anderer Leute zu warten und ich brauche nicht so eine halbherzige, halb lahmarschige SMS von irgendjemanden oder so, sondern ich bin hier richtig gut aufgestellt und in den Bereichen, wo ich das Gefühl habe, dass ich noch Defizite habe, da finde ich auch einen Weg, da rauszukommen, weil das ist richtige Willensstärke, zu sagen, ich löse mich von allem, was mich hier irgendwie runterzieht, fertig macht und mir das Gefühl gibt, irgendwie nicht gut genug zu sein, weil das darf jetzt alles hübsch verschwinden. Genau. Und das ist doch eine schöne Botschaft jetzt fürs Wochenende. Ich wünsche dir ja ein zauberhaftes Wochenende und dann hören wir uns morgen früh wieder spätestens. Macht's gut. Ciao.